Hey Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu diesem neuen Video und ja, heute geht es um iOS 6. Das Ganze wurde gestern Abend auf der Keynote vorgestellt in San Francisco. Und die ganzen Neuerungen wollen wir euch heute mal näher bringen. Es sind insgesamt 200, heute mal nur die wichtigsten News bzw. Neuerungen zur iOS 6. Ja, wir befinden uns hier auf der Apple-Seite gerade. Und ja, ich muss sagen, ich habe iOS 6, die erste Beta, schon auf meinem iPod Touch 4G. Läuft flüssig, also jetzt nicht so viele Bugs, wie ich erwartet hätte. Finde ich echt geil. Ja, also finde ich nice, kann man so lassen. Beziehungsweise natürlich noch ein bisschen was verbessern oder so. Aber das Betriebssystem an sich finde ich eigentlich geil. So, wir haben eine neue Maps-App bekommen. Wie es ja auch schon in den Gerüchten spekuliert wurde, hat Apple eine neue Maps-App gebastelt. Es gibt nun keine, wir sind wohl nicht mehr auf Google angewiesen. Ja, und wir haben eine neue Maps-App von Apple selber. Diese hat einen Flyover, den sehen wir hier. Dann eine Turn-by-Turn-Navigation. Wir können also uns dadurch navigieren lassen über diese App. Wir können uns die Verkehrslage ansehen, die aktuelle. Ja, oder wie gesagt, hier einfach mal drüber fliegen über die Staaten. Über die Staaten? Über die Staaten oder über unsere Stadt. So. Wir haben Siri. Siri ist nun auch auf dem iPad verfügbar. Auf dem neuen iPad. Habe ich jetzt erwartet. Fand ich gut. Finde ich gut, ja. Siri ist schlauer geworden. Siri kann nun Sportergebnisse einfach so uns sagen. Finde ich geil. Sie kann uns Rankinglisten von Filmen darstellen. Oder sie kann uns wirklich die besten Restaurants in der Nähe ansagen und sagen, so, da ist gut, da kannst du gut eine Pizza essen gehen. Darüber können wir uns dann auch direkt über OpenTable, über die App, können wir uns dann auch direkt da einen Platz reservieren, beziehungsweise einen Tisch. Das ist geil. Das nächste ist die Facebook-Integration. Facebook wurde nun vollkommen in iOS integriert. Ja, wenn wir jetzt mal ein Foto geschossen hätten tun sollen dürfen, da und dann auf diesen Share-Button gehen, haben wir Icons. Nicht mehr so mit dem Schriftzug, sondern wir haben Icons. Unter anderem hier Mail, Message, Fotostream und so weiter. Hier halt auch Facebook und Twitter. So, wenn wir auf Facebook gehen, öffnet sich dann halt ein Pop-up, wo wir dann alles reinposten können. Mit dem Bild. So, der Contacts und Kalender wurde auch aktualisiert. Wir haben hier dann Facebook, also hier dieses Facebook-Icon, dieses kleine in der Kalender-App, wenn jemand aus unserer Facebook-Freunde-Liste Geburtstag hat. Dann sehen wir natürlich, oh, okay, ist es von Facebook. So, dann haben wir noch Like-Apps and Songs. Wir können jetzt einfach über Facebook-Apps oder Songs liken. Und das wird uns dann auch auf Facebook dargestellt. Wir können dann auch sehen hier, so, in diesem Fall hier drei Leuten gefällt. Final Cut, Cut the Rope, Experiments HD fürs iPad. Das ist wohl angeblich gut. So, das nächste ist Shared Photo Stream. Wir können jetzt, wenn wir Fotos geschossen haben, können wir uns in unsere Library gehen und uns die Bilder auswählen. Dann können wir ganz einfach die per iMessage wegschicken und sie werden dir angezeigt. Ob sie jetzt wirklich auch auf deinem Device dann drauf sind, das weiß ich nicht. Wir können die kommentieren. Wir sehen sie hier auch dann im hier im kleinen Quick View, das kleine Bild, und on the Web können wir es dann natürlich auch anschauen. Wir können es dann also bei uns einloggen und dann sehen wir uns die ganzen Bilder einfach so an. Also,
Ja, ich denke mal, es wird dann wirklich auch gespeichert da drin in unserer Foto-Library. Das nächste ist Passbook. Mit Passbook können wir ganz einfach ja, Tickets buchen. Zum Beispiel für ein Flugticket können wir darüber buchen. Und dann halten wir es einfach nur noch so an dieses Scan-Dings und dann wird es gescannt und wir können ja, boarden. Finde ich geil. Finde ich gut. Habe ich mir schon öfters gewünscht. Finde ich geil. Ja. Ja, wenn wir jetzt hier zum Beispiel sehen, wir haben uns ein Flugticket gebucht, dann kommt hier eine Notification rein. Wir haben jetzt hier auf diesem Bild 9:41 Uhr. Und um 12:04 Uhr geht dein Flug, dann sagt er dir so, hier um 12:04 Uhr musst du da sein, da geht dein Flug. Oder musst du dich schon eingecheckt haben und so weiter. Dein Gepäck aufgegeben haben, alles. So, wir können nun FaceTime über 3G, beziehungsweise HSDPA oder 4G mit dem iPad, beziehungsweise auch dann dem iPhone 5. Ja, ich finde es geil. Wir können auch Handynummern anrufen. Wir brauchen also nicht mehr die Apple-ID. Wir können einfach über die Handynummer anrufen. So, die Phone-App wurde auch geupdatet. Wenn wir jetzt hier einen Anruf bekommen, haben wir hier nochmal dieses Hochslide-Dings. Wenn wir das, dieses Hochslide-Pop-up, wenn wir das hochsliden, haben wir das hier. Da haben wir Delete, also ablehnen, annehmen, mit einer Nachricht antworten oder später erinnern. So, wenn wir jetzt hier drauf gehen auf Reply with Message, dann sagt er dir so, was willst du denn sagen? I'll call you later, also ich rufe dich später an. Ich bin auf dem Weg. Was ist los? Oder deinen eigenen Text. Können wir einfach drauf tippen, dann schickt er die Nachricht raus. Ist natürlich gut, wenn man gerade irgendwie im Meeting ist oder so und gerade nicht tippen kann. Geht das so viel, viel schneller. So, reminden können wir es auch. Und dann gehen wir auf Remind me later und dann haben wir hier in 1 hour, also eine Stunde später nach dem Anruf, wenn ich dieses Gebäude hier verlasse, wenn ich nach Hause komme oder wenn ich bei der Arbeit ankomme. Ja, und wir haben hier noch so eine nicht, also dass wir halt nicht gestört werden, wenn wir pennen. Können wir einschalten, dann sagen wir hier von, ich sag mal, 24 Uhr bis 5:30 Uhr. Wollen wir nicht gestört werden. Wir können übrigens auch noch dann Favoriten anlegen in unseren Kontakten und dann sagen so, es sollen normale Anrufe nicht ankommen, aber die von meinen Favoriten, die sollen reinkommen. Können wir hier auswählen. Allow Calls from Favorites. So, das nächste ist die Mail-App. Die wurde auch geupdatet. Wir haben jetzt hier auch so einen Fave-Ordner, beziehungsweise der heißt hier VIP-Ordner, eine Inbox. Darüber können wir ja dann mit unseren Faves, beziehungsweise VIPs schreiben, beziehungsweise ja, E-Mail kommunizieren. Ja, eigentlich ist da jetzt nicht viel neu. Wir können mit dem iPhone ganz leicht Fotos und Videos anhängen, beziehungsweise auch direkt reinpacken. Ja, kommen wir zu Safari. Safari, mit Safari können wir jetzt ganz einfach mit dem iPhone zum Beispiel im Landscape Mode Fullscreen surfen. Das, was wir mal mit dem Mercury Browser oder so, irgendwie so hieß der, mit dem konnten wir das auch machen. Jetzt ist es auch in Safari angelangt. Ich fand es immer geil mit dem Mercury Browser. Und ja, in Safari ist es natürlich jetzt auch nice. So, Cloud Tabs haben wir auch. Wir können also sagen, so, diese Tabs hier, also diese Homepages will ich jetzt auf meinem iPhone öffnen. Dann kann ich die in Open on iPhone schieben. Und dann werden sie direkt auf meinem iPhone geöffnet. Eine Reading List haben wir auch noch, also für offline. Dann können wir sagen, so, die lese ich, wenn ich gleich kein Internet habe, auf dem iPod Touch oder auf dem iPad mit Wi-Fi. Und dann kann man sie da auch dann lesen im Offline-Modus. So, ja, das nächste ist nicht so ganz interessant. Dann haben wir Find My iPhone. Ist natürlich jetzt auch
geblieben und über Apples eigene Karten-App wahrscheinlich noch besser gemacht. Hier sehen wir dann sogar einen Weg, wie man dahin gelangt am besten. Finde ich auch gut. Dann weiß man wenigstens nicht nur, wo es ist, sondern auch, wie man hinkommt. So, die Friends-App gibt es natürlich auch noch. Ist natürlich jetzt auch einfach zu finden mit der neuen Karten-App. So, die Stores sind alle gleich geblieben. Wir haben neue Features für China, also für China bekommen. Mit den ganzen chinesischen Schriftzeichen hier. Ja, für die ganzen Chinesen, die hier unter uns sind, sind ja eine ganze Menge. Ich erschicke hier fast an Chinesen. Für die ist es natürlich toll. Ja, das ganze iOS 6 ist kompatibel mit dem iPhone 3GS, mit dem iPhone 4, mit dem iPhone 4S, dann mit dem iPod Touch 4G, mit dem iPad 2 und mit dem neuen iPad. So, ja, ich würde so sagen, das war's jetzt vom iOS 6, von der iOS 6 Vorstellung. Ja, ich würde sagen, ich drehe jetzt gleich direkt das über Mountain Lion. Und das Video, ja, das lade ich direkt hoch und danach kommt direkt das für Mountain Lion. Ja, bleibt dran, bis dann, ciao.